Aloha, Moinsen, schöne Grüße hier aus World of Warcraft mit Thork, der heiligen Kuh. Hallo. Sehr schön. Ja, hier in der Halle der Häuptlinge. Wir haben hier ein Fragezeichen auf unserem Kalender. Warum haben wir da ein Fragezeichen? Ja, keine Ahnung, aber ist egal. Muss mal kurz eben was in die Gilde schreiben. Okay, so. Dann haben wir jetzt hier noch was. Ordensheilesbericht, jawohl, das ist alles abgeschlossen. Dann muss ich mir auch nochmal nachgucken. Mache ich aber nicht jetzt, mache ich irgendwann dann. Wir sind ja gerade hier so schön dabei und wollen auch noch dranbleiben. Also, nächste Quest, besiegt 25 Kämpfer der Legion. Genau, hier sind wir stehen geblieben. Und müssen jetzt hier echt... Ach du heilige Scheiße, alles klar. So, wir haben Glück. Hätte der Unterkönig all die Geheimnisse des Hammers erfahren, würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Im Moment führt er sich auf wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug. Gefährlich sicherlich, aber er wird noch gefährlicher sein, je länger sich der Hammer in seinem Besitz befindet. Erzählt mir mehr über Hulln Hochberg. Rückblick betreten. Ach Gott, okay. Also, das wird... Trefft euch mit Lasern Himmelshorn. Warte mal, ist das hier dann etwa das, was wir letzte Folge gesehen haben? Mal kurz gucken. Bereit zur Arbeit. Nein, es gehört dazu. Okay, das gehört zur Quest. Von mir aus. Hulln war ein mächtiger Krieger und Ahnherr unseres Stamms. Er folgte dem Ruf von Krasus und stellte sich der Legion entgegen. Mit dem Adlerspeer besiegte er unzählige Dämonen. Okay, wir sind jetzt in Ashara. Geil ist das denn bitte? Es scheint ein Event zu sein. Pass auf, ich brauche einen Screenshot davon. Warte. So. Das ist schon mal der erste. Mal sehen, ob da noch einer zukommt. So, was müssen wir denn jetzt tun? Legion besiegt. Okay, also angreifen. Apropos, was haben wir überhaupt am Start? Wildes Schnitzen. Harpunen stampfen. Schleudert den Adlerspeer auf euer Ziel, springt dann zu ihm und schmettert beim Auftreten auf den Boden. Oh, nette Sache. Und dann Bocksturm. Stürmt euren Gegner an und spießt sie mit euren Hörnern auf. Das klingt auch sehr spannend. Ich nehme mal die 2. Arbeit, Arbeit. Jetzt nehme ich mal die 3. Boah, fette Sache, Alter. Leck mich. Nochmal die 2. Bäh. 1, 3. Wer bist du denn? Wow. Kampf waren unerreicht. Mega fett. Krasser Scheiß. So, wir müssen in die Richtung. Hier hoch. Ja, okay. Den nehmen wir auch noch kurz mit. Web. Fertig. So, und Questabgabe bei Ung-Ak. Ung-Ak. Ja. Rettet Ehero. In gebrochener Gemeinsprache. Shando nach euch gefragt. Hat Ehero... Nee, Ichiro, Gott, Tier mit Nachricht an Geschirr geschickt. Ung-Ak hört Geräusch, wie Ichiro K
kämpft. Ihr sucht Tier, ihm helfen vielleicht gefiederter Nachtelf erleichtert. Ach. Danke für die Konversation. Ich mache mal Musik an. Haben wir nämlich gar nicht an hier. Huch, nein, hier links. Da hinten ist ein Portal, glaube ich. Hullen suchte Ekoro, ein Tier, das im Kampf gegen zahllose Dämonen verletzt wurde. Ach, Echo. Sag doch, dass er Echo ausgesprochen wird und nicht Echo. Gott. So, Quest beenden. Wir haben Echo gefunden. Ekoro. Oh Gott, Hilfe. Trefft euch mit Malfurion. Oh, den Typen kenne ich. Malfurion Sturmwind wartete ungeduldig auf die Ankunft von Hullen und seiner Taurenverstärkung. Vom Himmel aus unterstützte sie der Drache Korialstras, auch bekannt als Krasus. Da ist er schon. Malfurion? Ah ne, das ist Cenarius. Ah, kacke. Ich gewähre euch meinen Segen. Euer Volk wird ewig in meiner Gunst stehen. Ja, bitteschön. Ich habe die beiden gerade eben verwechselt. Wir haben Horn. Selbst der Herr des Waldes, Cenarius, erkannte Hohens Größe. Er überreichte ihm ein Geschenk, das sich noch heute in unserem Besitz befindet, die Hörner von Bla. Oh, davon müsste ich eigentlich ein Bild machen, ne? Geil. So. Na, mal sehen. Irgendein Bild werde ich nehmen. Das wird bestimmt nicht die letzten beiden Bilder sein für diese Folge. Da kommen bestimmt noch ein paar mehr. Oh Gott. Okay. Was haben wir? Hier, ich muss hier hoch. Da ist er. Nein, ist er? Doch. Echero folgt euch? Dies ist kein gewöhnliches Tier. Er ist einer von Malornes Erwählten. Ihr seid wahrlich gesegnet. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich dachte mal, Furion sieht ein bisschen anders aus. Na gut, lassen wir so stehen. So, ihr bringt Ekoro mit euch und... Was ist das? Der Segen des Cenarius? Cenarius hat viel riskiert, indem er hierher gekommen ist. Wenn auch nur kurz mein Auge juckt. Wenn auch nur kurz, um euch einen Segen zu gewähren. Er hat gesehen, was ihr zu leisten imstande seid und hat euch zum Champion in seinem Kampf erwählt. Ich werde später mit euch darüber sprechen. Das ist wirklich ein seltenes Geschenk. Aber jetzt bitte ich um eure Hilfe. So ist richtig. Hullen Hochberg. Ich muss meine Beschwörungen abschließen, damit Dryaden, die sich jenseits des Schleiers befinden, Zugang zu diesem Ort finden und uns helfen können. Malfurion strengte sich an, Verstärkung aus einem blühenden Reich jenseits der Grenzen physischer Schöpfung zu rufen. Er benötigte Schutz, um die letzten magischen Beschwörungen durchzuführen. Und befehligte. Okay, da habe ich jetzt nur die Hälfte von mitgekriegt. Müssen wir jetzt hier runter oder was? Ja, scheint so. Also der Typ macht Spaß. Darf ich den vielleicht für den Rest der bis
bis 110 übernehmen. Auf diesem Schlachtfeld zu sehen. Seid ihr gewachsen? Ja, wahnsinnig witzig. Ich freue mich sehr, euch zu sehen, treuer Verbündeter. Oh Gott. Okay, alles klar. Besiegt Tichondrius. Den kenne ich auch. Spielt mit euren Wichteln und seht zu, wie die Großen kämpfen. Der Nächste gehört euch. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten. Schattensang bat Hullen um einen letzten Gefallen. Er sollte Tichondrius, den Fürsten der Nathrezim, niederstrecken. Sollte er fallen, dann würde der Angriff auf Ashara scheitern und das Gleichgewicht wiederhergestellt. Na, dann mal los. Ihr könnt uns nicht besiegen. Wir sind eure Welt, gehört nur uns. Mit dem Adlerspeer... Oh Gott, und da fehlt wieder die Synchronisation. Nach dem Krieg der Ahnen kehrte Hullen in seine Heimat zurück. Ja, super. Okay, wir sind wieder da. Ich wusste, ihr würdet kommen. Und wir nehmen den da. Und das war jetzt Hundkrieg. Ha. Trefft Geistwandler Ebenhorn an der südlichen Klippe von Donnertotem. Ich werde in einer Hütte auf dem südwestlichen Felsen auf euch warten. Eilt euch. Ich habe gerade mit dem Kopf genickt. Ah, nee, Hilfe. Oh, ja. So, Torf Dubstampf. Der Hochberg wird nicht fallen. Findet 4 große, 4 mittlere und 4 kleine zeremonielle Trommeln in Donnertotem. Hütet euch vor den Tiefen der Erde. Ist das jetzt dein Ernst? Also, ich soll... Wir... Oh, ja, geht. Arbeit, Arbeit. Ja, ja, selber. Arbeit, Arbeit. Ich muss näher ran. Arbeit, Arbeit. Also wir sind jetzt hier, um solche Trommeln einzusammeln, die hier so halt verteilt sind. Und ja, ich lasse es dabei. Ja, eine mittlere Trommel. Arbeit, Arbeit. Ich glaube, das Spiel wurde an dieser Stelle nicht so schön programmiert und nicht so freundlich programmiert, dass man jetzt hier alle Trommeln unten findet. Also hier unten findet. Man muss dafür bestimmt jetzt halt auch noch hoch oder runter. Hier ist noch ein Fahrstuhl. Na gut, weiter runter geht's. Ah, vielleicht noch raus. Warte. Drücke die 1. Ja, es könnte auch darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht raus müssen. Ja. Wahrscheinlich sind dann oben die kleinen und draußen. Oder draußen sind die kleinen und oben sind noch so ein paar Reste. Ich weiß es jetzt nicht. Wir gucken einfach mal nach. Wir haben auch nichts Besseres zu tun. So, Trommel, Trommel, was ist das hier für ein Typ? Ah. Aha. Arbeit, Arbeit. Okay, die haben die kleinen Trommeln. So, da ist noch eine mittlere. Ich bin außer Reichweite. Arbeit, Arbeit. Da ist wieder eine kleine Trommel. Arbeit,
Bereit zur Arbeit. Okay. Jetzt bräuchte ich... Ach, hier ist noch eine Quest drin. Guck mal. Sind hier noch Trommeln drin? Sela oder Sella Wasserweise. Seid gegrüßt. Sucht Ethal Wasserweise auf und bringt sie zu ihrer Familie in der Wiege des Hammers in Donnertotem. Geht in Frieden. Okay, wir sind... Ah, da ist noch eine Trommel. Wenn auch nur eine mittlere. Ist egal. Hauptsache Trommel. Arbeit, Arbeit. Dankeschön. Jo, dann spazieren wir mal hier runter oder rauf. Können auch rauf, glaube ich, spazieren. Mal gucken, was hier so los ist. Ja, oh, große und mittlere Trommel. Arbeit, Arbeit. 3 von 4, 4 von 4. Bereit zur Arbeit. Jetzt brauchen wir nur eine große Trommel und dann hätten wir das schon zusammen. Da ist eine. Arbeit abgeschlossen. Fein. Okay. Das heißt, jetzt wieder zurück. Ne, warte mal, hier haben wir noch eine 1. Okay, pass auf, dann kümmern wir uns jetzt nochmal kurz eben schnell um die 1. Die war da so längs, genau. An der Stelle, wo wir die... Die... Waren das die Pferde? Ne, ach, keine Ahnung. Wo wir auf jeden Fall Haute Hüst zurückbringen mussten. Und da haben wir Ethel Wasserweise. Der Fluss nährt uns. Eure Familie befindet sich in der Wiege des Hammers. Hütet euch vor den Tiefen dieser Erde. Das war doch nicht alles, oder? Jetzt müssen wir sie noch zurückbegleiten. Oder geht sie von alleine? Geht dahin, wo ich euch sehen kann. Wir müssen sie zurückbringen. Ich fass es nicht. So. Na, immerhin ist der Weg nicht so weit. Und vor allem, oh, sie geht auch noch. Ach, Mann. Na gut. Ich glaube, jetzt in den letzten 2 Minuten schaffen wir das nicht mehr. Nee, komm. Pass auf. Ich werde sie jetzt im Offline-Modus nochmal kurz zurückbegleiten und wir sehen uns dann da oben irgendwo, wo ich sie dann hingebracht habe und werden dann dort weitermachen. Also in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zugucken. Das war Episode 43 von und mit... Ich habe gerade gedacht, der Vogel hat sie jetzt mitgenommen. von und mit Thork, der heiligen Kuh. Ich übernehme das mal eben kurz und sage Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.